Hallo, liebe Sims-Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Staffel 2 an die Arbeit. Hier, Lia, dann geh doch ins Bett. Wenn du müde bist. Wir haben hier irgendwie einen neuen Symbol, eigener Betrieb. Was ist, wenn man darauf klickt? Hat sie denn sofort ihren eigenen Betrieb oder werden wir dann noch gefragt? Option wählen, einen Einzelhandel kaufen. Ach, das ist ja, das heißt auch, man braucht jetzt nämlich anscheinend dann nicht mehr aufs Handy klicken, sondern man kann jetzt einfach dann hier sofort drauf. Das ist ja echt praktisch. Das finde ich gut. Es gab nämlich ein neues Update von den Sims, so wie immer irgendwie. Vor allem immer, wenn ich aufnehmen will, muss ich erstmal warten, bis der Update fertig ist. Du bist ja auch schon wahr. Alltagskleidung und dann sagen wir doch mal hier öffnen. Was ist das hier? Ein Erdbeerkuchen. Weil ein Erdbeerkuchen zum Morgen ist ein bisschen blöd, ne? Hamburger hätten wir noch. Ach, hier. Genau, das kannst du dir mal nehmen. Oh, der stinkt. So. Ja, dann kannst du auch trotzdem erstmal was essen. Und danach kannst du ja vielleicht duschen gehen. Bist ja eh hier der Einzige, der noch wach ist. Was ist das hier eigentlich für ein Buch? Die Vielfraßspiele. Tu das mal hier rein. Warum haben wir eh zwei Bücherregale? Ich verstehe das noch nicht. Ich glaube, ich wollte damals irgendwie bestimmt eins verkaufen, oder? Das war doch bestimmt so. So, solange deine Schwester noch nicht wach ist, kannst du ja wirklich nach dem Essen mal duschen gehen. Hast du eigentlich schon deine Hausaufgaben fertig? Nee. Dann kannst du nach dem Duschen mal deine Hausaufgaben nochmal machen. Da ihr die ja unbedingt ja wirklich morgen haben solltet. Sonst wird das ja nichts. Wie sah hier nochmal dein Zustand hier mit ihr aus? Ja, gar nicht mal so schlecht. Freundin. Sehr schön. Das Essen war heute mal wieder ungenießbar. Meine Schwester kann einfach nicht kochen. Das ist einfach eine Tatsache. So, könnt ihr bitte weggehen? Ich muss duschen. Ja, ist ja schon gut. Ah! Warum bist du denn schon wach und wie läufst du hier rum? Zieh dir erstmal was an. Dann geh doch erstmal was essen. Oh. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Öffnen. Achso, weil es gar nichts mehr drauf ist. Wir sollten dann erstmal die Reste essen, ne? Aber ein Hamburger zum Morgen. Ja, komm. Ach komm. Soll's. Essen Hamburger. Sollst du gleich auch nachher nochmal deine Hausaufgaben schnell machen? Oder soll sie mal schneller duschen? Sonst passiert dir eventuell noch ein Unglück. Das wäre ja nicht wirklich schön. Mein Bruder ist so gemeinsam hier. Ich muss mal. Schön, dass du wenigstens aber auch gleich sage ich hier noch abräumst. Kannst du das noch gleich aus dem Kühlschrank? Oh, und dann kannst du endlich aufs Klo. Komm schon, beeil dich. Damit du noch schnell aufs Klöchen kommst. Und gleich kurz vorm Klo. Nee, doch nicht, okay.
Gott sei Dank. Ah, jetzt ist sie ja wie, ist ja wieder glücklich. Okay, du musst auch noch deine Hausaufgaben machen. Dann passt es ja, dann könnt ihr wenigstens hier zusammensitzen. Okay, danach darfst du was hacken. Oh, wir dürfen eh nicht mehr anscheinend sind so viel hacken, ne? Oh, sie mochte aber das Essen. Ziemlich lecker. Ah, stimmt, sie hat ja auch einen Hamburger gegessen. Okay. Ach hier, sie könnte ja einfach vielleicht mal den Axel vielleicht einladen. Da anscheinend ja doch anscheinend nicht so abgeneigt war von unseren Flirtversuchen. Ah, weißt du, ich hatte eben voll den leckeren Hamburger zum Frühstück. Echt? Ich hatte da komischen Joghurt-Kram. Ach, hör doch auf, der war voll lecker und so. Weißt du, versuch du doch einfach denn zu kochen. Weißt du? Dann können wir weitersehen. Ich hasse dich. So sah ihr wie ihr Blick eben gottseitig aus. Weißt du? Ich meine das ja manchmal ganz und gar nicht so ernst. Aber du bist einfach manchmal so ein blödes Arschloch. Also ich guck manchmal gleich nur böse, dabei mache ich jetzt mal voll freundlich. Ja, so bin ich. Ja, so bist du halt. Du bist halt eben meine kleine Schwester. Auch wenn wir eigentlich Zwillinge sind, aber trotzdem bleibst du meine kleine Schwester. Warte, ich muss kurz nachdenken. Weißt du, dann können wir irgendwann vielleicht mal irgendwo hingehen oder so. Und der zeigt dir mal, wie das Leben geht. Ach, du bist so blöd. Ich bin voll der Überflieger. Ich weiß einfach alles. Weißt du, ich bin voll der Gute in der Schule oder so. Wenn du Unterstützung oder Hilfe brauchst oder so, bin ich immer für dich da. Da du ja so schlecht in der Schule bist. Und das hat sie jetzt vollkommen ignoriert. Schön. Ole, die hat ja immer noch Hunger. Gut, dann kann sie ja hier nochmal so eine Süßspeise einfach nehmen. Ist das auch ein Essen dann? Ist das nicht eigentlich einfach mal hier mit deinen Hausaufgaben? Ach, dann okay, dann kannst du doch erstmal noch nichts hacken. Oh, jetzt auf einmal können wir da, aber nur, jetzt will ich das. Von die darf angeknapperte Sachen essen. Ich finde das super. Weibo, Aususa. Nushguma, Quifaglas. Bilpin, ah! Nushwadaba, Quema Baba now. Ah, Parsiga, Fribifrolis. Ich finde das schön, dass sie sich vor allem hier auch bei den Hausaufgaben sich einfach unterhalten. Das finde ich voll schön. Ah, und irgendwie gibt es irgendwas, glaube ich, umsonst bei den Sims oder irgendwie bei den Update oder was weiß ich, war, glaube ich, sogar irgendwie noch was dabei, dass man jetzt Männer sogar Frauenklamotten anziehen kann. War irgendwie sehr interessant, wie ich das gehört habe. Toll, jetzt will er nicht mehr hacken. Ist mir jetzt auch egal. Er hackt jetzt trotzdem. Er wollte es so, also. Danach kann ja Luke sie, die andere Lea eine SMS schicken. Und so, und ansonsten sie auch nochmal einladen. Buch hättest du auch mal bitte einpacken können.
Oh, super. Okay, unbedingt bewässern. Was ist das hier? Okay, nee, da brauchen wir nichts ernten. Weiterentwickeln, aber... Toll, jetzt hat sie schon wieder Hunger. Wir verfolgen sie mal eben kurzzeitig mal. Vor allem in unseren Kühlschrank passt ja eh kaum noch was rein, glaube ich. Etwas einpflanzen. Ja, eigentlich würde ich es auch wirklich mal wieder gerne machen. Oh. Was sie für einen Gesichtsausdruck dabei mal. Okay, das war's dann. Okay, mit der Gartenfliege. Okay, da können wir eh nichts mehr wirklich viel machen. Dann mach mal hier. Okay, die sieht ja noch richtig gut aus. Ich weiß nämlich nie nochmal, ob sie diese hier denn auch irgendwie noch gleich mitmacht, mit bewässern. Ich klicke jetzt einfach mal das an. Und dann ist gut. Okay, Bäume, ja. Können wir auch nicht wirklich viel was mit anfangen. Bewässern. Achso. Mach doch mal hin, Lea. Achso, da bist du ja. Ach, jetzt macht sie auch was. Alles mit, ne? Sind das da Äpfel? Gänseblümchen und Apfel. Ach, das ist ja cool. Guckt euch das mal an. So einen Strauß möchte ich auch gern haben. Okay, der geht's eigentlich ja gar nicht mal so schlecht. Oh, sehr schön. 79 hat er. Okay. Dann ist sie anscheinend ja wirklich durch, ne? Hier kann sie auch nichts weiterentwickeln oder sonst noch irgendwas. Ja, cool. Hattest du etwa auch Hunger? Kann eigentlich nicht sein, oder? Na, wahrscheinlich hat er einfach nur Lust gehabt auf ein Stück Kuchen. Aber dass er selbstsicher ist, wird vielleicht auch nicht mehr schlecht. Abusharb. Nahara? Da kommt er bestimmt richtig gut an bei der anderen Lea dann. Aha. Brenka. With Daba Harfene. Jetzt lass ihn doch mal mit der anderen Lea ihm kurz schreiben. Dibnab. Sarde ya Libjigo. Nilza.
Spolip Lamena. Ja, okay, gut. Wie es dann halt eben hier auch mit Luke und seiner Lea da weitergeht, das werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren. Und vor allen Dingen, wie hier Lea vielleicht hier mal den Axel so ein bisschen eventuell sich, sich dafür interessant macht für ihn, ne? Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Die Sims 4 Staffel 2 an die Arbeit. Drückt das Däumchen wieder hoch, wenn euch das gefallen hat. Wäre voll nett von euch. Und kommentiert und abonniert mich bitte. Okay, dann, bis zum nächsten Mal. Und, tschüss.